Man mag es kaum glauben, aber ich plane jetzt eigentlich schon seit, ich glaube, bestimmt einem halben Jahr, dass Chris Mikros da hinten durch Mipreneur zu ersetzen. Hat wunderbar geklappt. Ne? Muss man sagen. Vollkommen egal, heute geht es um ein ganz anderes Thema. Und zwar geht es heute um das Thema, wie man im Online-Business profitable Entscheidungen trifft. Und das ist aus zwei Gründen extrem wichtig. Erster Grund ist, wer will kein profitables Online-Business haben. Zweiter Grund ist aber auch, und da haben wir ja gerade vielleicht durch die Situation, die ich jetzt nicht unbedingt erwähnen möchte, weil wir die Namen gar nicht mehr nennen und je nachdem, wann du das Video guckst, ist das Thema auch vielleicht schon durch. Aber es gibt natürlich Situationen, wo wir vielleicht unsere Kinder zu Hause haben, unsere Familie zu Hause haben, nicht mehr so viel Zeit haben, wie wir das mal gedacht haben und dann überlegen, okay, was mache ich jetzt eigentlich als erstes, wenn es um mein Business geht? Und das ist vor allem relevant, wenn dein Business noch nicht wirklich profitabel ist beziehungsweise noch nicht wirklich läuft. Weil dann bist du vielleicht in einer Situation, wo du schauen musst, wofür gebe ich mein Geld aus? Wo kann ich überhaupt sicherstellen, dass ich Einnahmen generiere? Wie komme ich von Monat zu Monat? Wenn du noch nicht das Glück hast, dass du vielleicht eine Art Membership-Modell oder einen monatlichen Zahlplan deinen Kunden anbietest, hast du vielleicht sogar eine Situation, dass du einen Monat sehr, sehr gute Einnahmen hast und den anderen Monat dann vielleicht nicht so gute Einnahmen. So war das bei mir am Anfang auch, als ich nur Online-Kurse angeboten habe. Und dann kam irgendwann die Überlegung, okay, was mache ich jetzt eigentlich und wie weiß ich, was in meinem Business wirklich relevant ist? Und egal, wo du stehst, auch wenn dein Business schon total erfolgreich ist, mach dir bitte diese Gedanken, damit du auch in Zukunft sicherstellen kannst, dass du eigentlich alles tust, was relevant wäre, um dein Business wachsen zu lassen. Das Erste ist, dass du dir erstmal Gedanken machen musst, was ist eigentlich in meinem Unternehmen profitabel? Das heißt, womit verdienst du wirklich dein Geld? Wir haben alle die Situation, dass wir höchstwahrscheinlich am Anfang des Businesses oder gerade wenn wir online gründen, noch ganz viel selbst machen. Wir machen meistens alles selber. Wir sind Marketingleiter, wir machen die Vertriebsstrategie, wir fangen an, natürlich die Grafiken auch noch mitzumachen, wir machen die Finanzen und den Customer Support. Und wir haben irgendwann unsere Lieblingsaufgaben, ob das ist, eine Website neu zu machen, ob das ist, ein neues Logo zu gestalten oder ob das ist, ein paar E-Mails zu schreiben oder einen Blogartikel zu veröffentlichen. Und je nachdem, wie wir als Gründerperson sind oder als Unternehmerin, machen uns einfach bestimmte Sachen Spaß und bestimmte Sachen nicht. Und man muss aufpassen, weil das ist nicht profitabel, dass man am Ende nicht nur die Dinge macht, die einem Spaß machen oder aber auch, dass man so in diesem ganzen Aufgabenwulst untergeht, dass man gar nicht mehr weiß, was man gerade genau machen muss. Das heißt, überleg dir bitte, womit verdienst du dein Geld? Ist es das Website-Redesign, was du für dich zum 100. Mal machst? Ist es das Logo, was du neu machst? Also denkst, okay, das ist vielleicht ein bisschen harmonischer. Ist es das Instagram-Layout, was grafisch total hübsch sein soll? Höchstwahrscheinlich nicht. Überleg dir also, was sind deine Produkte und was machst du, um diese Produkte zu vermarkten und um neue Kunden auf diese Produkte aufmerksam zu machen. Und das musst du wissen. Im zweiten Schritt überlegst du dir, okay, jetzt weiß ich, womit ich mein Geld verdiene, Produkt X, Y, Z. Und dann überlegst du dir, okay, ist dieses Produkt etwas, mit dem ich will jetzt nicht sagen, hundertprozentig zufrieden, weil das werden wir, glaube ich, niemals erreichen, aber was du mit gutem Gewissen anbieten kannst. Oft ist es ja auch so, zumindest ich empfehle es allen meinen Mipreneuren im Mipreneur-Club so, dass ich sage, wenn ihr einen neuen Kurs launcht, wenn ihr ein neues Produkt launcht, macht das nicht perfekt am Anfang, sondern nehmt Kunden mit rein, bietet es günstiger an, lasst euch bitte sofort bezahlen, weil wenn ihr euch nicht bezahlen lasst, dann werden die Kunden auch nicht dem den Wert beimessen, den es haben wird. Und macht es gemeinsam mit dem Kunden und setzt es gemeinsam damit auf. Dann kommt aber irgendwann der Punkt, dann läuft euer Produkt eine Zeit lang, euer Kurs eine Zeit lang und dann muss er nicht perfekt sein, aber sehr gut sein. Ihr werdet natürlich nie aus der Schleife rauskommen, dass ihr denkt, ich mache es noch besser, noch besser, noch besser. Hier kann ich noch was machen, hier fehlt noch was. Aber zumindest musst du das Gefühl haben, ich kann das verkaufen und das, was ich verspreche zu verkaufen, kriegt man natürlich auch am Ende. Das ist der zweite Schritt. Bevor wir irgendetwas machen, musst du sicher sein, dass du weißt, was du verkaufst und dass du weißt, dass du das, was du versprichst, auch halten kannst und dass das auch nicht optisch unbedingt, aber von den Inhalten so ist, dass du für dich sagen kannst, ja, mein Angebot ist wirklich gut. Dann möchte ich, dass du überlegst, wie ist der Prozess? Haben wir lustigerweise heute im Meeting auch besprochen. Ich habe mich meine Mitarbeiter auch gebeten, das einmal aufzusetzen. Wie ist der Prozess, dass dein Kunde dein Produkt kauft? Zum Beispiel,
Ich habe ja schon ein Video gemacht zum Thema, wie du deinen Zielkunden findest. Und bei uns gibt es verschiedene Zielkunden. Es gibt zum Beispiel einmal die, also wir haben ehrlich gesagt drei. Wir haben einmal denjenigen, der über eine Business-Idee nachdenkt und die ganze Zeit so mit der Idee spielt, ich will mich online gründen, ich will online was machen, ich will irgendwie mein Hobby zum Business machen. Ich habe schon mal an der einen oder anderen Stelle versucht, aber doch nicht durchgezogen und. Das sind so diese Hobbypreneure sozusagen. Also wir sind so ein bisschen, das ist so der mittlere Part. Der, würde ich sagen, der eigentlich durchstarten will. Dann gibt es diejenigen, die sind so in dem Flirterstadium. Das heißt, entweder wissen die noch gar nicht, was ein Online-Business ist, haben vielleicht so auch Vorurteile, finden es aber durchaus ganz interessant, auch wenn sie es nie zugeben würden, dass sie Online-Geld verdienen können. Aber natürlich Vorurteile, wissen gar nicht, wie es geht, trauen sich alles nicht zu. Und die wollen so ein bisschen testen. Und dann haben wir diejenigen, die haben ein Online-Business, das ist auch schon okay, aber es ist nicht erfolgreich, sie arbeiten vielleicht zu viel, haben nicht genug Einnahmen und möchten es nach oben bringen, erfolgreich aufstellen, müssen vielleicht irgendwie eine Teamstruktur aufstellen etc. Und für diese drei Kundengruppen habe ich tatsächlich auch drei Programme, die im Endeffekt aber nur ein Programm sind, beziehungsweise mit neuen Inhalten. Alle, die so ein bisschen testen wollen und schnuppern wollen, kriegen die Freemium-Variante, also die kostenlose Variante meines Mipreneur-Members-Clubs. Alle, die jetzt echt durchstarten wollen, die haben zwar noch Zweifel, denken zwar noch, Chris ist der 180. Coach, den ich online sehe und der denkt, er kann mir was beibringen. Ist denn die richtige für mich? Kann ich das mit der Methode? Passt die Methode zu mir, ne? Diese Schiene? Und diejenigen, die sagen, ey, ich muss das nächste Level machen, das ist bei mir Up-Level. Das ist wirklich High-End-Coaching-Programm. Oder Education-Programm. Und ich habe nur für den Part in der Mitte, habe ich sozusagen meine Karo vor Augen, da gibt es so ein bestimmtes Bild, also ein Customer-Avatar, wie ich das auch bei mir nenne, den ich vor Augen habe, wie alt sie ist, welche Vorstellung sie hat, was ihre Ängste sind etc. Und für die anderen beiden habe ich es noch nicht, aber die werden jetzt nachgezogen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was passiert eigentlich, wenn mein Lieblingskunde oder mein Wunschkunde auf mich aufmerksam wird? In dem Fall Karo guckt sich meine Webseite an. Wo sieht die was? Wo schaut die drauf? Was passiert, wenn sie sich für ein Webinar angemeldet hat? Was kriegt sie dann für E-Mails? Und was passiert danach? Also wie wünsche ich mir die Kunden-Journey, also diese Kundenerfahrung von jemandem, der das erste Mal, wenn er mein idealer Zielkunde ist, auf mich aufmerksam wird? Wird er auf YouTube auf mich aufmerksam, bei meinem Podcast? Welche E-Mails bekommt er? Passen die E-Mails zu dem Mindset-Stadium, wo er gerade ist? Wo gibt es vielleicht Herausforderungen, dass er sagt, oh, kann ich das? Ist das Richtige für mich? Etc. Wie kann ich damit umgehen? Gibt es dann vielleicht einen Call mit mir? Kann sie mir eine DM schreiben? Macht sie das auch? Dann gibt es nochmal ein Follow-up. Passen die E-Mails? Und das werden wir jetzt alles ausstrukturieren, weil es gibt ein paar E-Mails, wo ich denke, da muss ich nochmal dran, etc. Und das musst du dir auch bewusst machen. Das heißt, du weißt jetzt, was dein Produkt ist. Du weißt, dass du damit happy bist. Und dann überlegst du dir dein idealer Zielkunde. Da weißt du mit Sicherheit, wenn du mich schon länger verfolgst, wer das ist und was du dafür alles definieren musst. Wie ist die ideale Kundenerfahrung, die dieser Zielkunde mit mir hat? Und dann fängst du an, diese Kundenerfahrung zu optimieren. Und zwar nicht von hinten, indem du schon sagst, okay, sie hat das Produkt gekauft und jetzt braucht sie die perfekte E-Mail zum Onboarding, sondern vom Anfang an. Weil hier, ganz am Anfang, wenn du rein theoretisch Leute auf dich aufmerksam machst, da entsteht ja das, was am Ende rauskommt. Und so kannst du profitable Entscheidungen treffen, dass du dir überlegst, okay, wie ist die Kundenerfahrung oder die Kundenreise, die man mit mir macht und wie kann ich mehr Kunden auf diese Kundenreise bringen? Wie kann ich will gar nicht immer sagen optimieren, ja, wenn du dir diese Reise einmal überlegst, dann wirst du wissen, wo vielleicht Sachen sind, die du tweaken musst, aber es geht vor allem darum, dass du dir bewusst bist, was ein Kunde macht, wo Herausforderungen sind und dann Schritt für Schritt sagen kannst, okay, ich möchte mehr Kunden auf meine kostenlosen Inhalte aufmerksam machen. Wie mache ich das? Weil ich weiß, wenn sie meine kostenlosen Inhalte konsumiert haben, sind sie so gut, es geht zu so und so viel Prozent auch Käufer von mir. Und das ist das, wo du dann anfangen musst, deinen Fokus drauf zu setzen. Alles andere ist Add-on. Wenn du dann plötzlich noch Zeit hast, ich möchte noch mal ein neues Logo machen, wenn du dann plötzlich noch Zeit hast, ich möchte, mein Workbook optimieren. Das ist alles schön und gut, aber das sollte immer das Allerletzte sein, gerade wenn du dich auf die profitablen Entscheidungen fokussieren möchtest. Der letzte Part, der eigentlich entscheidend ist dafür, ich weiß, da würden jetzt viele sagen, vergiss es, habe ich gar keinen Bock zu, aber der hat bei mir einen riesigen Unterschied gemacht und momentan ist es so, dass ich darauf sowas von mein Team sensibilisiere, meine Mitarbeiter, alles in meinem Unternehmen wird darauf sogar meine Mipreneure sensibilisiert. Du musst ja irgendeine Option haben, es zu tracken. Das heißt, du musst exakt wissen, wenn du dir diese Kundenjourney vorstellst, wie viele Leute
komm auf meine Webseite. Wie viel melden sich dafür wo an? Aus welchem Hintergrund kommen diese Leute auf meine Webseite? Sind die wirklich mein Zielkunde? Und das muss in irgendeiner Weise bei dir in einem System festgehalten werden. Täglich, wie viele Leute kommen auf meine E-Mail-Liste? Jetzt nicht, damit ich sie mit Newslettern bombardieren kann, sondern damit ich weiß, die haben mein Freebie runtergeladen. Wie viele Leute gucken sich meine Sales-Page an? Finde einen Weg, ob es ein Excel-Sheet ist, ob es eine Google-Tabelle ist, ob es eine, weiß ich nicht, Airtable ist, was auch immer du nutzen möchtest, dass du das wirklich trackst. Mir geht es nicht darum, ob du Instagram-Likes hast oder ob du YouTube-Abonnenten hast. Mir geht es zum Beispiel darum, ob von deinem Instagram-Post kann keiner liken, kann jeder von mir jetzt noch kommentieren, dass er scheiße ist. Wenn aber dieser Instagram-Post dazu führt, dass drei Leute dein Freebie runterladen und einer davon bucht, das ist der beste Instagram-Post, den du jemals gemacht hast, dann mach genau von diesem mehr. Wenn dein YouTube-Video von drei Leuten angeguckt wurde, aber davon haben drei Leute dein Produkt gekauft, ist das das beste YouTube-Video, was du gemacht hast im Vergleich zu dem, was 1000 angeguckt haben. Mir geht es also nicht um die, was soll ich sagen, diese Wohlfühl-Tracking-Zahlen von wegen, oh, mich hat man abonniert, oh, man hat mich geliked, das interessiert mich überhaupt nicht. Mir geht es darum, funktionieren deine Inhalte und das musst du tracken. Dann musst du das analysieren. Das heißt, was ich gerade gesagt habe, warum funktioniert dieser Instagram-Post? Warum führt er dazu, dass Leute meine Inhalte kaufen? Das Analysieren ist wichtig, damit du entscheiden kannst, welche Sachen sind in deinem Business oder welche To-Dos, welche Entscheidungen sind profitabel und welche nicht. Und dann ist der letzte Part, das ist wieder so ein bisschen Mindset-Part. Wenn du all das gemacht hast, musst du Geduld haben. Auch wenn du rein theoretisch alles richtig machst und jede Entscheidung analysierst, alles getrackt hast, die richtigen Zahlen gemacht hast, auf deinen Zielkunden geachtet hast, nur dafür gesorgt hast, dass du ihn auf deine Kosten und Inhalte aufmerksam machst und exakt weißt, wie die Kundenjourney ist, jede E-Mail perfekt abgestimmt ist. Also wenn du alles perfekt machst, was niemals möglich ist und auch nicht zu empfehlen, weil dafür brauchst du wahrscheinlich Jahre Vorbereitungszeit, bevor du das mal anfängst. Aber wenn alles perfekt wäre, brauchst du dennoch Geduld. Man muss einfach, wie soll ich sagen, nicht zu verklemmt, will ich nicht sagen, aber nicht so verkrampft das sehen. Ich bespreche da aus eigener Erfahrung. Man gründet ein Business, man will online durchstarten, man kriegt dann Angst, man denkt dann, man hat eine Erwartungshaltung, macht alles richtig und freut sich und dann kann es trotzdem mal länger dauern. Dann kann es trotzdem mal sein, dass wir eine Situation haben wie aktuell. Aktuell ist Mai 2020, jeder weiß, was wir eine Situation haben. Kann sein, dass es gerade in dem Bereich, den du aufbauen willst, vielleicht Vorurteile gibt, vielleicht gerade nicht der Fokus da ist, dass deine Zielkunden keine Zeit haben, überhaupt deine Inhalte zu konsumieren. Ein bisschen Geduld ist wichtig, denn das Geheimnis ist eigentlich nicht, was man heute mal so schnell aufbaut und dann 5 Minuten versucht und dann wieder verschwindet, sondern das Geheimnis ist das, was du jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr machst. Und gib dir diese Zeit, wenn du merkst, dass es nicht sofort klappt, und versuche dir wirklich ja auch vor Augen zu führen, dass es nicht immer so schnell geht. Alleine schon, bis ein YouTube-Video wirklich gefunden wird, dauert es 3 bis 6 Monate, weil das Ranking muss richtig klappen. So, das waren so meine Tipps zum Thema profitable Entscheidungen treffen. Wie gesagt, seitdem ich das gemacht habe, das ist auch ein Riesenpart bei uns im Mipreneur Club, dass ich sage, wenn du übrigens wissen willst, wie der Mipreneur Club aussieht, dann kannst du dir, wie ich gerade gesagt habe, die Freemium-Variante anschauen, kannst du den Club kostenlos testen. Auch da gibt es auch nicht irgendwelche versteckten. Ich habe so viele Rückfragen bekommen mit Chris. Oh, nicht, dass du dann doch irgendwann was von mir abbuchst oder ich will nicht irgendwann eine Rechnung kriegen. Keine Sorge, wenn ich Geld verlange, ich bin sehr stolz auf meine Produkte, ich weiß, was sie wert sind, dann sage ich, hey, gib mir bitte Geld. Aber Freemium ist free, bleibt free, nichts Schlimmes daran. Du musst dann nicht mehr irgendwelche Kreditkartendaten eingeben, ist einfach nur deine E-Mail-Adresse. Alles ist gut, aber da siehst du die auf, Uplevel nicht, aber siehst du zum Beispiel den Ablauf ungefähr mit ein paar Mindset-Inhalten vom Mipreneur Premium Members Club. Und da siehst du auch, dass ein ganz, ganz großer Fokus daran liegt, wie du Tracking, wie du Zahlen, wie du deine Finanzen auch im Blick hast. Und nicht nur die Finanzen, sondern auch diese unangenehmen Sachen. Ist mein Webinar erfolgreich? Funktioniert es? Kommen Leute auf meine Seite oder klappt das eben nicht? Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und wir müssen ein bisschen von diesen Komfort, ich fühle mich bestätigt, Fakten wie, oh ja, ich habe ein paar Likes und ein paar Abonnenten dazu bekommen, verabschieden und wirklich überlegen, was macht unser Business profitabel und wie können wir jeden Tag profitable Entscheidungen treffen. Wenn du danach dich um deine Abonnenten kümmern willst und möchtest, dass die nach oben gehen, weil du noch eine Verlosung dazu machst, wenn du danach sagen willst, du machst noch ein paar tolle Instagram-Posts, die hübsche Farben haben, wundervoll, das macht Spaß, verstehe ich, mache ich selber gerne, aber der erste Part ist ganz wichtig. Erst überlegst du, die habe ich heute mindestens eine, idealerweise 1 bis 3 profitable Entscheidungen für mein Business getroffen und habe dafür Inhalte erbracht. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Lass mich gerne wissen, wenn du Fragen
dazu hast, aber bitte nicht unter den Kommentaren hier, sondern schreib mir eine DM, also eine private Nachricht auf Instagram unter mipreneur-gmbh, weil da kannst du sicher sein, dass ich sie auch mitbekomme. Hier ist das nicht ganz so sicher bei YouTube, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir ein bisschen gucken müssen, wie wir unsere Zeit im Team gut managen. Und was ich dir auch empfehlen würde, geh unbedingt auf mipreneur.de. Da findest du nämlich den 10K Online Business Guide und da ist alles drin, was du wissen musst, um zu beurteilen, ob du schon ein skalierbares Online-Business hast. Skalierbar heißt in dem Fall, dass du viel mehr Geld verdienen kannst und nicht unbedingt mehr arbeiten musst, weil dein Business so aufgestellt ist, dass es egal ist, ob du einen Kunden bedienst oder 1000 Kunden. Wie gesagt, ich hoffe, es gefällt dir. Ansonsten findest du da auch mein bestes 3 Stunden Online-Business-Training, was dir vielleicht auch hilft, wenn du eher am Anfang bist, oder die Mipreneur-Methode, wenn du schon wirklich richtig durchstarten möchtest. Ich freue mich weiterhin von dir zu lesen und von dir zu hören. Was du allerdings machen kannst, ist, dass du meinen Kanal abonnierst und dass dir, wenn dir das Video gefällt, dass du ihm einen Daumen hoch gibst, damit ich auch beurteilen kann, was für Inhalte du in Zukunft von mir haben möchtest. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Muah.